Ah, diesmal ist der Fisch in Ordnung. Also behalten wir ihn und haben was vorübergehend zu essen. Ein zersplittertes Riff. Hm. Ziemlich rauchig dort. Ey, cool, hier könnte ich Vorräte aufstocken. Ach, gestandenen Fleisch. Düsterbeeren. Ghoulhautsegel. Ghoulhautsegel, okay. Kampfgeschwindigkeit, Segelzustand. Ah, ja. Nein, danke. Da nehme ich lieber 50 Wasser. Hm. Interessant, wenn ich nochmal nehme, sind es 180 statt 200. Das heißt 1,8 nur. Hm. Auch gut, aber ich brauche Wasser. Für wenigstens 10 Tage sollte ich Wasser kaufen. Bootshaus, der eingelegte Aal. Leuchtender Vorsprung. Das ist auf jeden Fall was Interessantes. Aber nichts, was ich jetzt erkunden möchte. Ich möchte einfach gucken, dass ich hier noch die Erkundung fertig mache, bevor wir dann bei der nächsten Aufnahmesession in der Botenwacht landen. Weil vielleicht gehört die Insel zur Botenwacht dazu irgendwie. Botenwacht ist auf jeden Fall das erste DLC, was wir bekommen haben. Also die Bestie des Winters, Beast of the Winter. Deswegen würde ich mir gerne mal angucken, vor allem da wir jetzt schon Zugriff auf die Botenwacht haben. Was uns in der Botenwacht erwartet. Und wenn ich mir es so angucke, haben wir fast die untere Hälfte vom Todesfeuer-Archipel aufgedeckt. Hier unten ist mehr los als hier drüben, muss ich ehrlich zugeben. Ja, zersplittertes Riff ist ein Hafen. Und Botenwacht ist ein besonderer Ort. Während die einzige Hauptstadt hier ist. Warum auch immer sie die extra einzeichnen. So, die Botenwacht. Legen wir mal an. Und wir legen gleich wieder ab, weil ich meine Gruppe ändern wollte. Mist. Aber das finde ich ist ein cooles Loading-Screen-Bild. Das ist nämlich extra für das DLC. Wenn's cool, dass Xoti da eine Armbrust trägt. Warum auch immer sie eine Armbrust tragen sollte. Aber ja, ich werde auf jeden Fall bis auf Eder mal wieder die halbe Gruppe austauschen. Neue Karte entdeckt, Botenwacht. Weil hier kann ich die Gruppe nicht anpassen. Fertigkeitenbaumübersicht. Achso. Mein Skilltree. Nein. Ich möchte bitte wieder raus und die Gruppe anpassen. Tut mir leid, dass das so mal sein muss. Weil die anderen drei hatte ich. Vor allem Xoti hatte ich schon lange nicht mehr dabei. Ich tausche sozusagen jetzt Palegina gegen Xoti, Tekeo gegen Alof und Maya gegen Seraphin. Schiffsverwaltung.
Wo habe ich noch mal? Kann ich noch mal meine Gruppe einstellen? Da unten. Ja, ganz ehrlich, die vier da. Ich sollte sie eigentlich mal anwerben und aufleveln, aber das wird eine Folge dauern. Deswegen mache ich das, wenn ich das nächste Mal in Nekataka bin. Dann kann ich mich nämlich mit denen hier auch mit anderen Leuten anlegen. So, Xoti. Seraphin, Alof. So, dann bitte wieder auf die Botenwacht. Auch wenn mir das Bild irgendwie Palägina vorschlägt. Ja. Ich sehe übrigens immer noch nicht in meinem Reputation hier unten müsste das eigentlich sein, wie ich zu meinen anderen Leuten stehe. Ja. Jetzt heißt es erstmal Level-Ups für Xoti. Und für Seraphin. Adolf kriegt keins. Ach, er ist schon 13. Ich bin fast 14. Habe ich bei euch beiden das Level-Up vergessen, oder? Nein, das steht da, wird da angezeigt. Okay, Level-Up, bitte. So, noch ein Punkt in Mechanik, dann habe ich 10. Und Findigkeit, ein Punkt, bitte. Die Dornen habe ich schon, die Dornenverbesserung. Dann verbessern wir mal das Totstellen. So, als nächstes für Eder. Der kriegt etwas mehr Überleben, etwas mehr Sprengstoffe. Der Kämpfer bezieht Stärke von seinem eigenen unbezwingbaren Geist, wodurch ein Teil der in dem angefallenen Gesundheit regeneriert. Das wäre nicht schlecht. Greife einen Gegner mit einem starken Nahkampfangriff an. 4 Disziplin, 2 Disziplin. Gewährt er mächtige Angriffe. Erhalte nach dem Schlag kurzfristig die Inspiration scharfsinnig und schwungvoll. Der Kämpfer und seine Verbündeten erhalten noch eine Inspiration resolut. Der Kämpfer erhält nun mehr Gesundheit von jedem empfangenen Angriff zurück. Das sollte ich eigentlich gerade mal machen. Weil das da kann ich noch nicht verbessern, also nehme ich das da. Das war Ideas Level Up. Dann als nächstes Seraphin. Ja, komm, auch noch mal ein Punkt in Mechanik. Ein Punkt in Metaphysik. Zwei Punkte. Okay, was haben wir hier? Wenn das Medium mit einem Medium-Zauber einen kritischen Treffer landet, besteht eine Chance, einen Teil der verbrauchten Fokus. Ja. Wenn das Medium einen Gegner tötet, kann ein Gegner in der Nähe verängstigt werden. Okay. Gewährt ermächtigten Angriffen, höhere Genauigkeit, bla bla. Zauber widerstehen. Effekte von Zaubersprüngen des Mediums, die gegen den Willen des Gegners gerichtet sind, erhalten einen Genauigkeitsbonus. Ich nehme mal das hier auf jeden Fall. Kann einen Feind isolieren, wodurch er handlungsunfähig wird. Äußere Faktoren können aber nicht mehr auf ihn wirken, also einen Gegner kurzzeitig aus dem Spiel nehmen. Einen Verbündeten frei, Inspiration brillant. Das ist Intellekt, alle Kraftstufen, alle Klassenressourcen. Boah. Das nehme ich auf jeden Fall. Weil das steht
Klassenressourcen wiederher, solange es wirkt. Ahoy. Kostet zwar 70 und ist nur im Kampf möglich. Wirkzeit 2,5 Sekunden, brillant. Achso, 14 Sekunden. Oh. Das auf Alof wirken macht ihn ziemlich toll. Religion und Arcana für dich erstmal. Dann, was geben wir dir hier? Gewährt eine Chance, des feindlichen Effekten zu widerstehen. Kreaturen beschwören. Ja, nehmen wir mal das, weil du beschwörst ja den geistigen Verbündeten. Eine zusätzliche Waffengattung. Keule, klar. Ne, nehmen wir ruhig den Streitflegel. Geschichte und Athletik. So, jetzt kriegen wir 2 Punkte. Ermächtigte Angriffe? Nicht unbedingt. Abwehr? Das klingt nicht schlecht. Der Priester wird von einer göttlichen Macht erfüllt und beginnt auf eine natürliche Weise zu strahlen. Boni auf alle Attribute, Gesundheit und Waffenschaden. Oh, das ist nicht schlecht. Gnadenfrist. Von Gnadenfrist, okay. Reinigende Flamme, der Priester schaltet eine Kugel. Sturm des heiligen Feuers. Ein schrecklicher Feuerregel passend auf den Wirkungsbereich nieder und fügt jeden, der sich darin befindet, wiederholt Brandschaden zu. Aus heiligem Feuer, die seinen Schutz aufheben und seinen Untergang beschleunigt. Fügt kontinuierlich Brandschaden zu und beschleunigt den Zähler aller zuträglichen Effekte sowie aller kontinuierlichen Schadenseffekte auf dem Spiel und springt dann auf weitere Ziele in der Nähe über. Also ich hätte gerne das erstmal. Und ja, der Feuerregen, der klingt cool. Achso, der Pfeil zeigt gerade an, wie ich ausgewählt habe. Gut. Ja. Happy to oblige. I hear you. Die Anordnung stimmt fast. So, tauscht ihr beide mal. What can I do you for? Okay, hier unten sind Schollen. Da geht's ins Todesfeuer-Archipel raus. Also ja, wieder auf den aufs Schiff. Und hier ist der Eingang zur Botenwacht. Aber ich würde mal sagen, bevor wir uns jetzt die Botenwacht ansehen, auch wenn ich etwas früher jetzt den Cut machen muss, wir können ja mal ganz kurz durch unser Questlog noch kurz durchstöbern. Main Quest ist klar. Das ist ein verehrter Gast. Das ist die DLC-Mission von der Botenwacht. Kopfgeld. Die Scylla, die müsste ich auch mal auf dem Rückweg nach Nikataka noch töten. Das ist Mortare Ikusi. Das haben wir neu. Das ist mit der Wasserform Magille. Das sollte ich als nächstes machen, wenn ich wieder in Nikataka bin. Kopfgeld. Den sollte ich auch noch holen. Das muss ich in die Gewölbe. Ja, das ist alles Prinzipi. Ja, Pokokuara habe ich abgeschlossen. Auf Familienstolz. Da muss ich mich auch mal drum kümmern. Ein Zauberer und ein Gentleman. Das ist das Seraphim-Quest. Warte, ich wollte ja was gucken. Ein verehrter Gast. Da sollte ich die Bleichelfin mitnehmen. Okay, das überlege ich mir bis zur nächsten Aufnahmesession, ob ich das machen sollte. Wie gesagt, ich werde jetzt speichern. Nein, nein. Ihr könnt ruhig hier bleiben. Ich werde den Spielstand speichern. Warum auch immer ich einen Nicht-Gefährten, also Nicht-Story-Charakter mitnehmen sollte, aber ich werde es mal machen. Einfach aus Neugierde.
LP 037. Also das werde ich dann in der nächsten Aufnahmesession machen, weil ich muss sie ja noch den ganzen Weg hochleveln und ich muss erst mal gucken, was sie überhaupt war. Also ja. Was ist da eigentlich noch auf uns gewirkt? Ach, Licht des Dämmerungssterns durch Xoti. Okay. Also, bis zum nächsten Mal.